Moin Leute, und willkommen zurück zu Let's Play fucking The Strand. Dieser Ficker, Mann! Da habe ich schon ein paar Jumpscares abbekommen, aber ich bin noch nicht so krass zusammengeschrocken. Ähnlich, ich mache da erstmal Wasser rein. Okay, ein wenig in die Röhre glotzen, wenn der Kaffee kocht. Will schon jetzt stoppen wissen. TV, ich glotz TV! Alle die Nagen. Das Gefühl, sollte ich lieber. Ist das nicht der Fernseher? Was war das? Ist das mein Kaffee? Was war das? Ich denke, es kam aus dem Bad. Oh, nö. Boah, Junge, hast du da irgendwie einen ungebetenen Gast? Ein Sklave, von dem ich nichts weiß? Eine Katze? Hallo? Nichts hier. Muss meine Anwendung sein. Der Kaffee sollte schon fertig sein. Ist nicht mehr. Meine Blase ist prächtig. Ich kann das für Tage zurückhalten. Guten Tag. Wer sind sie denn? Wie sind sie in meine Wohnung gekommen? Ah, du hast recht, meine Liebe. Ach so. Ach, ein verrückter Tag davor. Oh, schau, mein Lieber, es ist unser kleiner Junge. Ah, ich kann sehen, Schatz. Es macht doch nichts, dass wir uns Kaffee genommen haben. Allerdings schmeckt etwas seltsam. Nein, nein, überhaupt nicht. Ich habe Klowasser genommen. Bist du in Ordnung, Liebling? Du siehst so blass aus. Solltest du nicht, du weißt schon, tot sein? Oh, natürlich sind wir tot. Verrückt, so etwas zu sagen. Alles klar, meine Synapsen spielen verrückt. Aber auch wenn wir lange Zeit tot sind, macht es dich doch verrückt, unsere Worte der Weisheit zu hören. Ich denke nicht. Und genau deswegen sind wir hier. So, höre uns an und lass dein Gewissen sprechen. Hört sich vernünftig an. Ja, ich glaube, das ist auch meine innere Vernunft. Alter, wir haben das echt nicht verkraftet mit der alten Oma. Wir hörten einige nun unschöne Dinge über dich, Liebling. Boah, das ist richtig. Wir machen uns Sorgen. Ich und dein Vater, heißt es nicht dein Vater und ich, weil der Esel nennt sich ja sonst immer zuerst. Bist du gierig, Sohn? Ach klar, gierig nach Geld und Macht. Es ist noch nicht zu spät für eine Änderung. Ah, der Zug ist schon lange abgefahren. Überleg mal, wir werden hier ein richtig dreckiger Geschäftsmann. Schau, ich bin stolz auf einige Dinge, die ich getan habe, aber seht euch die Wohnung an. Ich möchte erfolgreich sein in meinem Leben. Ach, wir verstehen, Sohn. Aber auf Kosten anderer Leute? Ja, natürlich. Denk drüber nach, Sohn, brauche ich nicht. Ach, du bist besser als das. Ich weiß nicht. Ich habe hart dafür gearbeitet. Was hat da gerade geklickert? Oh, es ist Blutregen. Geil, es kommen Vampire. Winston Wayne hat immer wieder beschworen. Nice. Ich suche nach Mrs. Goodwin. Ist dies die richtige Adresse? Was soll passiert hier? Kann ich mir wenigstens mal einen Kaffee nehmen? Oh, der Kaffee ist weg. Ja, der Kaffee steht hier, Junge. Die Mucke ist cool. Stehe ich mir jetzt selbst gegenüber? Hallo, Mrs. Dann nicht. Bleib ruhig. So, mein Verstand, der spielt ja, das muss es sein. Okay, ich zieh mich besser an. Die Geister, die ich rief, liefen nie an. Es war sehr hart gestern. Aber ich entschied mich weiterzumachen. Aber ich muss noch immerhin noch an Mrs. Goodwin denken. Wie auch immer, Mr. Taylor war der nächste auf meiner Liste. Er lebte in einem Wald als Einsiedler. Er hatte keine Schulden, aber die Stadt wollte sein Grundstück. Sie bauen eine Autobahn dort. Ich fuhr zu ihm, um seinen Besitz zu beschlagnahmen. Was hat er denn da die Erlaubnis für? Ich meine, wenn er nicht verkauft, was soll denn der Shit? Kein Zutritt für Unbefugte, ja. Alter, wir fressen diesen riesigen Pilz und werden high. Okay, oder auch nicht. Was kann da noch schief gehen? So ein Siedler im Wald. Seine Hütte sollte irgendwo sein. Junge, wenn der eine Flinte hat, dann war's das für dich. Okay, speichere Fortschritt. Da ist eine Hütte. Ah, hier ist es. Hallo, ich gehe gleich rein. Erstmal reingucken. Es ist ein Stapel Feuerholz. Das klang gerade nicht schön. Wieso kann ich da nicht weiter? Okay, dann gehe ich aber hier rein. Hier ist Price, ich suche nach Mr. Taylor. Hallo? Entweder ist er nicht zu Hause oder er ignoriert mich. Ich muss mit ihm reden. Geschlossen. Durchs Fenster fucking nochmal. Ach, jetzt kann ich hier durch. Geschlossen. Ich würde gerade sagen, kann ich einfach in die Chat rein? Oh, nice. Sind Sie Mr. Taylor? Hallo. Sie müssen Mr. Taylor sein. Ja, das bin ich. Mein Name ist Price. Um nett Ihre Bekanntschaft zu machen.
Hören Sie auf damit und lassen Sie mich mit Ihren Drohungen in Ruhe. Okay, nein, ich möchte Sie hören. Ich weiß, warum Sie hier sind. Drohungen? Nein, nein, nein. Wie wäre es mit Argumenten? Sehen Sie, die Stadt möchte hier eine Autobahn bauen. Das würde vielen Leuten und Touristen in die Stadt bringen. Und auch viel Geld, oder sehe ich das falsch? Nun, das ist genau das Problem mit Leuten wie euch. Geld ist euer König. Wo ist Ihr Mitgefühl? Das ist mein Zuhause. Aber du kannst dir auch ein neues Zuhause kaufen mit viel Geld. Ich kaufe dir auch einen Baum. Sir, es war ein sehr langer Tag heute. Es ist schon alles vorbereitet. Und vergessen Sie nicht, Sie werden großzügig entschädigt. Und wenn Sie sich weigern, müssen wir Ihren Besitz enteignen. Ich denke, dass mir keine Wahl bleibt, als mich zu beugen. Ja, Sie haben mich. Ich hoffe, Sie sind unglücklich. Es tut mir leid, Sir. Sorry, Junge. Ich weiß, Sie machen Ihre Arbeit. Sir, wenn es etwas gibt, das ich für Sie tun kann. Da gibt es etwas. Es wird kühl hier draußen. Lassen Sie uns in meine Hütte gehen und weiterreden. Oh, Alter. Wieso habe ich denn immer so die schlechtesten Dinge im Kopf? Hier, nehmen Sie diesen Schlüssel. Ich folge Ihnen in Kürze. Der holt doch seine Axt, Mann. Und dann kommt er und dann haut er mir die Axt voll in den Kopf und wird mein Löcher einfach da irgendwo unter, was weiß ich, irgendwo verbuddeln hier unter die Dielen vom Lagerraum da. Marsch. Ich hab die Tür aufgeschlossen. Ich hätte die ganze Zeit durchs Fenster einsteigen können. Nur Asche hier. Ich muss Feuer machen. Brauche ich ein Feuerzeug? Oh, oh. Hütte, Küche. Ja, man, die wissen schon, wie man hässliche Sounds macht. Die in echt Hundefutter und was ist das, wenn sie noch hier ein bisschen Mürbe machen. Hütte, Flur. Hier ist etwas. Streichhölzer, perfekt. Oh, bin ich eiskalt in sein Schlafzimmer gegangen? Keine Chance, ich bin kein Pyromane. Aber ich... Warte mal, vielleicht sollte ich, ja. Habe ich hier... Kreuz oder Sofutter? Er mag wohl Rätseleien. Papierkopf voll mit Papieren, wer hätte gedacht. Das ist ein Hundebericht, seltsam, ekelhaft. Oh, ich hoffe, der Hund lebt noch. Wäscht ihr das Hundebett nicht? Also, wir machen das, ne, weil... Okay, das ist ein echt komisches Haus. Ich habe mich schon wieder verlaufen. Ich brauche etwas Feuerholz. Oh, ich hole mir dann ernst. Das ist bestimmt ein Tutorial dafür. Du kannst auch Milz ein Ding nehmen. Ja, du bist Feuerholz. Ja. Ich traue dem alten Sack noch nicht. Der will mich doch da drinnen kochen und braten. Junge, das ist der fucking Teufel. Verdammt, das Feuerholz ist feucht. Weil wir es leichter anzuzünden. Etwas Papier vielleicht? Oh, jetzt muss ich wieder sein scheiß Schlafzimmer finden, dein Ernst? Was hier? Ja. Ich mit Papieren. Ja, ich gehe einfach in so ein fremdes Haus, in ein fremdes Schlafzimmer und klaue da irgendwelche Papiere und denke mir so, das werde ich nicht mehr brauchen. Ach, sind das irgendwelche alte Liebesbriefe oder irgendwelche Rechnungen, Mahnungen, die ja wütend. da reingepfeffert hat. Ah, sieh, was ich erschuf. Ich machte Feuer. Ja, Junge, und sieh mal, was die Hütte brennt. Oh, oh. Ich mag dich nicht. Ah, ich sehe, sie haben Feuer gemacht. Gut, ich danke ihnen. Kein Geschehen, es ist so dunkel hier. Ja, es gibt hier keinen Strom. Aber zurück zum Thema. Wissen Sie, mein Hund ist verschwunden. Und Sie wollen, dass ich sie ihn finde? Sie. Es war ein rätselhaftes Verschwinden. Oh, der ist doch tot. Wie das? Nun, sie war noch hier, als ich abends zu Bett ging. Und soweit ich weiß, kann sie keine Türen öffnen. Und trotzdem war sie gegen Morgen verschwunden. Da muss sie drin sein. Das dachte ich auch, aber ich kann sie nirgendwo finden. Wenn sie finden, würde ich alle Dokumente unterschreiben. Wir haben einen Deal, Sir. Ich beginne mit Nachforschung. Viel Glück, Junge. Da werde ich jetzt einen Hundekadaver finden, ne? Oh, Junge. Okay. Was, die alte im Ofen? Ich kann die drin speichern. Strenger Geruch.
Geruch. Okay, soll ich vielleicht mal draußen nachschauen? Draußen in der Hütte vielleicht, in der kleinen. Halt. Scheiße, was Stoß. Dass er auch keine Leckerlis oder so mitnimmt. Vielleicht kann ich ja hinten noch weitergehen. Ne, okay, gut, dann muss sie ja in der Hütte sein. Der Spaß doch mit Absicht. Ich gucke nochmal die andere Seite und dann gehe ich nochmal rein. Hallo? Hundi? Ach, ich hab die ganze Scheiße, dass ich wieder zurücklatschen habe. Muss der Hund ja irgendwo im Haus sein, aber wo? Ich glaube, ich habe es wirklich schon alles. Vielleicht unter dem Bett? Kann man unter dem Bett nachgucken? Da muss ich irgendwas Specialiges einsammeln, sowas wie Hundeleckerlis. Würde ich jetzt machen, irgendwelche Brackets und dann shaken und dann den Namen rufen von dem Vieh? Von dem Hund? Hoffen, dass es reicht. Boah, Junge, alter Vieh, du hast deinem Hund irgendwas getan. Da kann ich nämlich überhaupt nicht drauf. Ich bin selber so ein kleiner. Dieses unruhige Pisse und Seife könnte wichtig sein. Ich frage Mr. Taylor danach. Oh wow. Ich muss Dinge anklicken und dann. Ja. Pisse und Seife ist eine gute Kombination. Ich merke, dass das Hundebett riecht. Irgendwie komisch. Ja, wir hatten einen kleinen Unfall mit einem Stinktier gestern. Ah, oh, der Geruch. Ich schrubbte sie gut eine Stunde, um den Geruch loszuwerden. Viel Wasser und eine Menge Shampoo. Das erklärt den Geruch. Ich bin sicher, das hilft. Ich schaue mir's mal an. Ich glaube, die Übersetzung ist nicht ganz so geil. Vielleicht soll ich das Englisch umstellen. Oh, der simultanes Übersetzen. Das ist... Was ich... Stickt hier. Ist das ihr Badezimmer gewesen? Ihr hättet doch gesagt, hier hat er wohl seinen Hund gewaschen. Stinkt immer noch. Okay, lass mich nachdenken. Wenn der Hund schon so fies gestunken hat, wie würde er wohl jetzt riechen? Ich denke, ich könnte ihrem Geruch folgen. Ooh! Geil, wie bei Twilight Princess. Der Miefspur voll. Hallo? Ha, da ist ein Loch in der Tür. Der Hund muss hier durch sein. Die Tür hat ein Kombinationsschloss. Ich kann nicht folgen. Ich spreche mit Mr. Taylor. Mr. Taylor, da waren komische Menschen vor ihrem Fenster. Mr. Taylor, ich brauche eine Flinte. Da ist eine verschlossene Tür im Flur. Wohin führt sie? Warum? Nun, da ist ein Loch in der Tür. Ich glaube, dass der Hund da durch ist. Das würde Sinn machen. Das ist ein alter Keller hinter der Tür. Aber ich habe ihn seit Jahren nicht genutzt. Ich kann nachschauen, aber ich brauche die Kombination. Oh ja, wie war das noch? Ist so lange her, wissen Sie? Uff. Ich würde die Kombination vergessen, aber ich bin kein Trottel und habe sie noch anderweitig notiert. Ist ja großartig, wo kann ich sie finden? Ich liebe alle Arten von Rätsel. Ich glaube, ich habe die Kombination in einem Rätsel versteckt, wenn ich mich recht erinnere. Das Wort, welches sie benötigen, lautet Tree, Baum. Ja, das ist das Wort. Okay, schau mal nach. Hey Junge, danke für die Mühen, die sie sich machen. Machen Sie sich keine Sorgen darüber. Warum können wir nicht einfach einen fucking Bolzenschneider holen? Aufknacken. Hier war das, ne? Das muss das Rätsel sein, das er meinte. Ja. Okay, muss ich dann einfach 5? Oder, ne, warte mal. Ich muss wahrscheinlich das Wort erstmal hier suchen. Tree Fire habe ich schon gefunden. Okay. 5, 6, 7, 8. Okay. Wenn ich jetzt nichts falsch gemacht habe, dann ist es 5, 6, 7, 8. Hallo E. Was will ich ihm noch machen? Okay,
Schnauze. 5, 6, 7, 8. Ich hab's. Okay, alles klar. Dann würde ich an dieser Stelle den magischen Part beenden. Das heißt, wir sehen uns nochmal wieder. Ja, hoffe ich. Ich wünsche, du hast sehr viel Spaß dabei. Ich bin mir noch nicht so sicher, ob ich Spaß habe. Doch, schon. Alles klar. Bis zum nächsten Mal. Wait.